weil die CeBIT die optimale Bühne darstellt, um seine Produkte das erste Mal in den Markt hineinzuführen, quasi die CeBIT zu testen, ob die Produkte im Markt funktionieren einerseits, andererseits selbstverständlich, um potenzielle Kunden zu finden, weil viele etablierte IT-Unternehmen auf der Suche sind nach Innovatoren, nach genau den technologischen Entwicklungen, die Startup-Unternehmen in der Zwischenzeit im Gepäck haben. Und drittens, weil Startup-Unternehmen auf der CeBIT Venture-Kapitalgeber finden können, um ihr Business entsprechend zu entwickeln. In diesem Jahr hatten wir schon über 300 Startups auf der CeBIT, im nächsten Jahr werden es viel mehr werden. Und die CeBIT ist die optimale Bühne für einen erfolgreichen Start ins Business. Scale 11 bündelt die Startup-Aktivitäten der CeBIT in der Halle 11, dafür das 11. Das Scale ist die englische Beschreibung für Tonleiter und deswegen geht es eben wie in einer Tonleiter um die Themen Create, Develop, Elaborate und Found, also C, D, E, F. Das steckt hinter Scale und das heißt, wir bündeln alle Aktivitäten in der Halle 11. Dort wird es Venture Capital Geber geben, da gibt es Pitches, da gibt es eine Developer Zone. Und dort gibt es selbstverständlich auch Messestände. Das wird alles ein wenig anders aussehen. Und wir haben hier einen engen Schulterschluss mit Code N in der Halle 16, sodass wir an diesen beiden Standorten die Startup-Aktivitäten auf der CeBIT entsprechend haben werden. Und so wird die CeBIT die europäische, möglicherweise sogar die weltweit größte Plattform für internationale Startup-Unternehmen werden.